Willkommen zurück zu FIFA 19, Karrieremodus mit Sonnenhof Groß Aspach. Wir sind Tabellenfünfter sogar. Okay, die sind da schon. Warte, da haben schon 33 Spiele. Wir gucken mal eben, wo wir sein können, wenn wir gewinnen. 57 Punkte, nicht mal Dritter. Ich weiß nicht, wie es mit der Tordifferenz steht. Kein Bock, das gerade auszurechnen, aber könnte doch auch zu dritten Platz reichen. Allerdings ist die Voraussetzung, dass wir auch gegen Eintracht Braunschweig gewinnen. Und das ist dieses Mal das Ziel. Versuchen alles. Hier 70 für Baku schon. Und deswegen gehen wir in die Partie und gucken mal. So, Bagayoko. Will dich. Pass auf, Hofmann. Ja, bam, bam. Will dich. Ich will dich. Nicht. Bam, Broll. Egal, scheiß drauf. Gehen wir in die Partie. Da ist die Braunschweiger Eckfahne. Es geht los hier. Dank, da, da, dank, 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 dank. Braunschweig mit dem Anstoß. Irgendwie ist es nebelig. Wildig, Bulut, Hofmann. Ja, was für Foul denn? Ja, 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 ja. Direkt fängt das schon mit so einem Kack an. Hoher Ball von der Nummer 9 aus Braunschweig. Eieiei, nach außen. Spielen einfach nach außen. Ja, da ist Bagayoko. Bremsen wir ab, spielen ihn da weiter. Ja, durch. Wie Galke mit dem Nicht-Tor und dann zwirbelt der den auch noch vorbei hier. Eieiei. Sandwald braut besondere Biere, wie da steht. Und er schießt ihn einfach auch ins Nichts. Aber schon mal eine erste Offensivaktion. Das können wir schon mal hier positiv werten. Engelhardt mit einem weiten Abstoß. Okay, Richtung Mittellinie. Da kommt er nicht ran. Aber die kommen an jedem Fuckball irgendwie komisch ran. Fair. Eieiei. Da haben wir ein bisschen Glück auch. Schön durchgesteckt. Jetzt haben wir den Ball. Ach Mann, scheiße. Irgendwie rutscht der Ball ganz gut zu uns. In die Mitte, Geißler. Komm schon. Spiel bei dem weiter. Nach außen, da hinten, Mann. Ja. Gucken wir, ob wir mit einer Flanke doch mal irgendwie da rankommen. Der kommt ganz gut eigentlich. Weil der abgefälscht war. Bagayoko. Spielen wir ihn durch auf Bösel. Der. Oh, ei. Jetzt geht's hier aber los. Aber Braunschweig hat auch eine sehr komische Taktik. Das fühlt sich so drucken irgendwie an. So ein bisschen drückend, wie die spielen. Keine Ahnung. Wie die rangehen, wenn wir den Ball haben. Bulut, Geißler. Stecken wir schön durch. Böse. Schade. Komm schon, Baku. Raus auf Fair, nehme ich an. Schön weiter zurück. Thermann. Thermann schön mit einem Stopp. Jetzt flanken wir den einfach da rein, aber nichts funktioniert. Aldetula? Oh Mann. Schlecht gemacht von Bagayoko auf die Außenbahn zu Bigalke. So kontern sie uns wahrscheinlich aus und der Typ sieht eher aus wie ein Verteidiger. Von der Statur und so. Und so kriegen die natürlich eine schöne Ecke. Die uns immer gefährlich werden kann. Alter, der steht frei und dann ist er drinne. Der Burmeister, der haut ihn da einfach rein. Anscheinend sollen wir nicht aufsteigen diese Saison. Es ist einfach so. Es lief zu schön, um wahr zu sein. Uwusu. Fair. Vermaledeit. Geißler. Fair. Jetzt haben wir da schon wieder wenig Chancen. Ich sehe das schon. In die Mitte. Aber nichts vorbei hier. Und, ah! Kein Tor. Komm, wir brauchen mal ein Eckballtor hier. Komm schon. Scheiße. Zu viel rumgespielt. Aber ich kam auch nicht in irgendeine Schusssituation, ne? Es ist auch wieder so. Bagayoko. Leist verstolpert den Ball. Das kennt man gar nicht von ihm.
Die haben sie, die sind ziemlich offen irgendwie. Jetzt schicken wir den da durch, den Owusu. Und dann geht der nicht rein. Mann, den musst du doch nutzen. Sonst kackt das rein. In der zweiten Halbzeit bist du kaputt. Bagayoko mit einem schlechten Stellungsspiel ist einfach rausgerannt. Hoffmann, jetzt gib mir den Ball, Mann. Schön gedoppelt, wieso auch immer das so war. Aber so konnte ich nichts machen. Da stand nur Bigaika aus der Entfernung. Komm schon, lauf einfach. Lauf, Junge. Ach, Mann. So, Kiewski, Fürstner, Fasko. Was zum... Was ist das für eine Scheiße? Hier, mach weiter, ja? Einfach nach außen, die Galke. Ach, Mann. Und dann ist er eher abseits. Mich schon gewundert, warum ich den nicht kontrollieren kann. Ayodele Adetula. Kriegt er erstmal gelb für seine Aktion. Leuchtet der Name auch schon so gelb. Kiewski, Fürstner, Fasko, Faschko. Ich glaube, gegen Braunschweig haben wir letztes Mal auch schon verloren, oder? Böse. Baku, da ist... Kommt keiner mit irgendwie. Oh, komm schon, warum läuft der denn nicht in die Mitte so rein? Ich verstehe es nicht. Und dann haben die auch noch Einwurf. Haben wir jemals ein Spiel gedreht in der Saison? Ich weiß es nicht. Fühlt sich nicht so an. Wäre auch mal schön, wenn das ein erstes Mal wäre. Ja, was soll ich machen? Da ist keiner. Da Owusu, der läuft einen Schritt und dann ist vorbei wieder die Aktion. Fair. Böse. Fair. Nimm doch den Ball. Warum ist da keiner? Spielen nach außen. Thermann mit irgendeiner komischen Flanke hier schon wieder. Baku. Spiel war zum zweiten. Jetzt, ja, was soll's. Eieiei, da kriege ich ja ein bisschen depressive Stimmung. Das könnte auch an dem Wetter liegen, was da zugrunde liegt gerade hier. Mit dem Nebel. Wildig. Adetula. Fasko. Bulut. Flankt einfach rein und der kommt auch noch fast an, weil der keiner den Bein, das Bein dazwischen macht. Wir müssen jetzt irgendwie kontern oder so, aber was soll man da machen? Die Geike, der rennt wie ein Zug. Aber dann ist vorbei wieder. Da ist nichts frei. Da ist nichts frei. Jetzt können wir nur so machen. So, da ist er. Das war kein Abseits eigentlich. Und dann ist der irgendwie drin, keine Ahnung. Ob wir den Torwart da getunnelt haben, das war auch eher Glück. Mehr Glück als so Stand. Tor von Geißler, glaube ich. Der schießt auch Tore ohne Ende hier. Oder? Wer? War er? Das war kein Abseits übrigens. Dann haben wir den gesehen und dann, ja, durch die Beine. Ja gut, ein Tunnel, ne? Warum nicht? Wenn man einen schlechten Abschluss hat, schießt man einfach in die Mitte, oder geht das vielleicht rein. So könnten wir das Spiel jetzt noch gewinnen. Wir haben das Ergebnis noch... Haben noch hier den Ausgleich gemacht vor der Halbzeit, zweiten Halbzeit. Das ist, könnte ein gutes Zeichen sein. Das ist quasi wie 0-0 gerade. Bloß mit ein bisschen mehr Motivation, wollte ich schon sagen. Fair. Zweite Halbzeit. Beginnen wir mit derselben Startelf ohne Wechsel. Bagayoko. Bigalke, der zieht nach außen. Da ist der Geißler. Der kommt da noch hin. Mit einer Flanke. Owusu. Was ist da passiert? Nichts mehr. Hat er nichts mehr gemacht? Hat er die Arbeit eingestellt? Oh Mann. Komm, wie. Ei, was war das denn für ein Pass? Wohin? Ich habe gesehen, dass der den da hinspielt, aber gut. Bulut. Thermann. Jetzt hat er mal wieder was Gutes gemacht. Ah, schön nach raus auf. Ja, okay, ist okay. Oh, das ist so unkontrollierbar gerade irgendwie, diese ganze Kacke. Das nervt ein bisschen. Bulut, außen. Da ist er aber, Broll. Und jetzt schön weitergeleitet von
Fährmann, dann sehen wir, dass da außen wie Gaike läuft. Machen wir trotzdem nicht den Pass zu ihm. Lieber in die Mitte zu Geisler und irgendwie passiert nichts. Keiner läuft und irgendwie ist das alles Müll. Alles Müll, wirklich. Fasko. Böse. Der Spieler des Monats kann sich auch mal was einfallen lassen hier. Wildig. Uwusu. Lassen wir alle mal mit nach vorne kommen. Spielen wir denn so, Geisler? Aber wieso läuft denn da keiner? Wieso läuft der da außen nicht weiter? Was sind das für scheiß Aktionen hier wieder? Das ist kein schönes offensives Spiel, so. Bulut, der läuft über außen. Was macht der da? Tanzt er uns aus und dann steht es gleich 2-0. Nein. Okay. Bigalke, schön. Ach ja, denkt man, aber es ist nicht schön. Ach Mann! Verdammte Scheiße hier. So. Jetzt lauf oder mach irgendwas. Bulut. Den Namen habe ich mir jetzt schon gemerkt, weil der Ball da ziemlich oft hingeht. Broll in die Mitte. Das ist gefährlich. Aber vielleicht gut gemacht. Dann schießen wir den Ball einfach durch. Mann! Viel zu weit in die Mitte gelegt. Komm gleich. Entschuldigung, es kam jemand durch die Tür. Fair. Fair. Schießt er den einfach mal aufs Tor aus der zweiten Reihe? Wieder Kai. Da wollte er den anschnibbelnden Schuss machen. Das war, ich dachte, Hand gerade, aber Knie, das geht auch nicht. Da dürften wir eigentlich einen Elfmeter kriegen. So, jetzt flanken wir. Also Ecke, das ist ja egal, wo ich hinschieße, diese Eckbälle. Die kommen nie an. Das ist ja fast wie Elfmeter. Burmeister. Komm, wir wollen offensiv sein. Jetzt reicht. Bulut. Bulut, jetzt spielen sie hier richtig durch, ey. Wildig, Fürstner. Ja, der konnte da einfach durchchillen, Mann. Was ist das für eine Scheiße? So, schön in der Öffner, Pass auf Bösel, der gurkt wie eine Gurke. Komm schon, einfach da, ein weiter, durchgesteckt. In die Mitte, dann geht er nicht rein, der geht einfach nicht rein. Ah, komm, gib ihn. Fährmann, Binakai Fährmann habe ich gerade gesagt. Fair, der Fähre. Der fast Fährmann, dem fehlt nur das Männliche noch. Ja, nach außen. Der kann ja nichts machen. Guckt euch das an. Der läuft wie Scheiße und dann passt das. Passiert nichts. Einfach nichts. Gib ihm den Ball und schieß ihn einfach rein jetzt, Mann. Was ist das für ein Schuss, Mann? Wildig. Bulut. Binakai abgefangen. So, Bagayoko. Auf links jetzt, hä? Ja gut, das ist ja dieses... Ah, Mann, da stehen die alle rum und so. Da kann ich nichts machen. Das nervt. Och, wo mache ich das? Dann schieße ich, dann werfe ich den Ball einfach ein. So. Bösel. Leis, der läuft jetzt auch mal mit nach vorne. Die Geike. Einfach mal einen Ball dahin. Ach Mann, scheiße. Fasko. Fasko macht ein Fiasko. Draußen auf Bulut, der läuft und läuft und läuft das ganze Spiel schon. Und Gehring klärt den Ball. Ja. So eine Scheiße schon wieder hier. Jo, Broll. Haben wir ihn. Raus auf. Thermann.
Jetzt denken wir, wir kriegen hier irgendwas hin, aber... Das brauchen wir gar nicht denken. Guckt euch an, wie voll die Mitte ist und er macht den Fehler. Warum? Junge! Mann, ey! So eine scheiß Aktion schon wieder. Janzer Mann ist das und schießt da einfach mal aufs Tor und wir kriegen den Ball einfach nicht. Nichts passiert hier. Ecke. Dieses Spiel macht mich echt sauer, wirklich. Ja, ich wusste, da passiert nichts. Nichts passiert mehr. Nur für die noch. Komm, Alter. Ja. Okay. Scheißegal. Sorry, ich musste mich gerade abreagieren. Diese Scheiße. Hier ist so eine Fuck-Ecke schon wieder. Egal, kack doch. Oh, ich wollte ausrasten, aber ich habe die ganzen Wörter, die ich am liebsten sagen wollte, einfach geschluckt. Egal, das passiert, so ist das Spiel halt, ne? Ist halt nur ein Spiel. Es sind aber nur 55 Punkte in 33 Spielen. Wir haben aber 5 Spiele. Es sind nur 4 Punkte auf den ersten Rückstand, das ist okay. Duell um den Playboy, Playoffs, um die Playoffs, nicht um den Playboy. Zack, Burger auf einer 69. Hut ab, Hut ab. Wer technisch jetzt unser bester Verteidiger? Und das nächste Mal geht's gegen Preußen Münster und wir sind da wahrscheinlich schon wieder unfit, weil das waren nur 3 Tage dazwischen. Preußen Münster 14. Ja gut. Wieso habe ich immer Schluck auf, wenn ich hier vorsitze? Keine Ahnung. Groß Aspar, 30. Wir haben nur 30 Gegentore. Ich glaube, damit sind wir Spitzen. Würzburger Kickers haben auch nur 32. Aber sonst sind wir hier. Haben wir hier die wenigsten Gegentore. Und wir könnten ja Karlsruhe gegen Meppen. Wo sind die eigentlich? Wo stehen die rum? 9. Gucken, was die Karlsruhe, ob die da nächstes Mal was machen. Auf jeden Fall schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Es wird noch spannend hier. Pressekonferenz. Erfülle ich schon mal. Aber loben wir aus Versehen unsere Mannschaft, weil ich eigentlich motivieren machen wollte, aber dass es so nachgehakt hat. Wir sehen uns nächstes Mal gegen Preußen Münster. Schaltet einfach wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.